Okay. Friedo, was geht ab, meine lieben Freunde? Wie viele denken sich schon Game Freak? What the fuck? Attacker macht jetzt Pokémon? Holy shit, Alter. Attacker ist nämlich jetzt so reif geworden, er hat schon Pokémon hier am Start. Meine Fridoridovic, genau. Das wollte ich sagen. Und zwar jetzt drücken wir die fette Leertaste hier. Fuck my life, ich hab doch gar nicht die Steuerung gestellt. 12 Sekunden später. Okay, Fridos, ich habe jetzt diese Steuerung eingestellt und fangen wir direkt mal so richtig schön chillig mit Pokémon an. Erste Generation, wie originell ich bin. Ja. Hallo, herzlich willkommen in der. Okay, wie mache ich weiter? Ah, okay. Wir haben jetzt die Steuerung richtig chillig eingestellt, so wie in League of Legends. Und ja, dann fangen wir direkt mal schön an. Willkommen in der Pokémon-Welt. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Was für Pokémon sind? Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Dude. Wie lautet dein Name? Gelb, Ash oder Jack? Nein, oder ich mache selber einen Namen. Sorry. Was ist ein schöner Name? Was soll ich machen? Name Ash, Jack, Mann, Alter, ich kann mich nicht entscheiden! Ich gib mir mehr Zeit! Ich glaube, ich nehme mich Jack. Jack ist muy bien. Oh, mein Name ist Jack. Oh, das ist doch. Das ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? John. Ich gebe ihm einen extra Namen. Ich nenne ihn Huren. Huren. Nee, wie nenne ich den? Nennen wir ihn Apo, wo ist das R? 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 Red. Na, das ist mir zu schwul. Nein! Ich wollte nicht Apo Red nennen. Es lag. Apo Red, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Shit. Okay, Apo Red ist mein größter Erzrivale. Na. Jack, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Nice, Alter. Ich weiß noch, ich kann mich noch damals erinnern, ich hatte auch einen Gameboy. Habe immer richtig gerne Pokémon gezockt. Und ich wollte damals immer alles entdecken. Ich hatte natürlich auch so ein schönes Cheater-Modul. Oder Schummler-Modul, wie ihr es auch nennt. Ich hab das Teil geliebt, ey. Naja, geh mal, ich glaube, die Mutter spricht mich jetzt, glaub, an. Nee, doch nicht, Alter. Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Nice, Alter. Oh, wie ist diese Chick denn? Auch ich ziehe Pokémon. Okay, nee, das wird mir nicht zu schwul. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Ich lese ja auch gerade wie so ein Sonderschüler alles vor. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Oh shit, ich hab grad so Bock auf das Spiel, ey, ohne Witz. Schiebers, warte, hier wohnt doch Haus von Apo Red. Apo Red ist mein Nachbar. Oh, Schiebers. Okay, was steht hier? Alabastia, dich erwarten aufregende Abenteuer.
Nice. Also ich weiß, hier kann man irgendwann mal Surfer einsetzen und dann kann ich hier richtig schön surfen. Okay, was steht hier? Professor Eis Pokémon Lama. Und bei dem liegt steht wahrscheinlich Jack. Ja. Oh, Schibas. Das heißt, viel miteinander reden. Ich bin Professor Eis Gehilfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Alter, ich schwöre, wenn ich Pokémon studieren könnte, ein Traum würde in Erfüllung gehen. Ja, ich bin Professor Eis, ich studiere mit dem Pokémon. Ja, okay, der labert das Gleiche. Oh, wer ist denn diese Chick? Professor Eich ist für Pokémon eine Kapazität. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Oh, geht Cancer. Oh, Shivas, das ist ein Pokémon. Das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ach, was du nicht sagst! Okay, was ist hier drin? Normalerweise finde ich ab und zu mal so einen Trank oder so ein Shit. Kann mich noch dran erinnern. Okay, wer ist das? Das ist. Ah, das ist Upper Red. Ja, schauen wir uns an. Es sieht aus wie ein Lexikon, aber es sei. Die Seiten sind unbeschrieben. Ja, reden wir mit dem. Upper Red. Hey, Jack, Opa. Nee. Ist nicht hier. Ich bin hierher gekommen, weil er mir ein Pokémon geben wollte. Ah, stimmt. Ich kann mich noch dran erinnern. Der ist da draußen in der schönen Wildnis und fängt gerade ein Pokémon, glaube ich. Na, 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 na. Ah, ich warte. Geh nicht raus. Oh, fuck my life. Wo kommt der jetzt her? Echt, das war knapp. Wilde Pokémon leben in hohem Gras. Wow, Shivas! Was kommt jetzt hier? Ein Pokémon. Pokémon-Stimmen, was sie brüllen, das ist leise. Shit. Na, hoffentlich sind meine Aufnahmen nicht so leise. Oh shit, er wirft. Er hat einen Pokéball und macht einen One-Trick! Alles oder nix! Alles oder nix! Er hat eins. Okay, nice. Pikachu wurde gefangen. Professor Eich, puh. Professor Eich, wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst einige Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Das schaut so aggro. Naja, schauen wir mal. Glaube, Gary kriegt ein. Was für ein Pokémon kriegt er nochmal? Evoli oder sowas. Aber ich will euch nicht zu viel spoilern. Naja, machen wir mal weiter. Opa, ich will nicht länger warten. Ich kann nicht mehr warten wie Mördern. An alle, die 2013 hängen geblieben sind. Apo Red, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen? Jack, das ist ein Pokéball. Darin befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir, nimm es dir. Ruhig. Oh, halt, Opa! Was ist mit mir? Habe einen Moment Geduld. Upgrade, ich gebe dir später eines. Oh shit. Meins. Oh fuck. Er hat ein Ausrufezeichen. Und er schubst dich einfach weg, der. Ja. Nein, Jack. Ich will dieses Pokémon. Apo Red schnappt sich das Pokémon. Fuck my life. Was für ein Bastard. Was soll das? Nein, warte, fuck. Naja, bitte Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber, okay, behalte dieses Pokémon. Es ist deines. Alles klar, ich wollte mir gerade dieses scheiß Pokémon holen. Da kommt irgendein dahergelaufener Kanake und holt mir mein scheiß Pokémon weg. Ich weiß, ich bin selber Kanake, aber trotzdem. Man zieht keine Kanaken ab. Naja. Ich hätte dir sowieso ein andere, ein, sowieso eins gegeben. Oh fuck. Jack, komm zu mir kurz rüber. Jack, ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir, allerdings ist es ein ungezähmtes. Alter, wann kommen endlich diese scheiß Pokémon-Action, Mann? Die Hälfte des Videos ist nur Story. Ein ungezähmtes wildes Pokémon. Jack erhält ein Pikachu. Ich habe ein Pikachu. Möchte mir einen Spitznamen geben? Ich hasse Spitznamen. Es klingt so schwul. Oh nein. Schau mal, der dreht sich schon da zur Seite. Okay, wir machen das jetzt ganz leise, ganz unauffällig. Ganz so. Wer hätte es gedacht, Upper Red will kämpfen? Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus.
Oh shit, ich hab schon mal ein Pokémon-Spiel angefangen. Da hat mich Ding, Gary bzw. ApoRed besiegt. Mann, das war peinlich. Zum Glück habe ich es nicht aufgenommen. Evoli, ich wusste es. Okay, ich habe Pikachu. 18 HP. Und Mama Donnerschock fett auf Evoli. Oh fuck. Oh shit. Gegner ist paralysiert. Nice. Nice, Alter. Ich liebe paralysiert, aber nicht bei mir selber, weil das echt eine Wichser-Attacke ist. Jetzt easy gewonnen. Oh. Yo, wie viel Schaden macht der? Ja, wir spammen jetzt einfach nur ganze Zeit Dingen. Der uns sowieso nicht ficken, Alter. Der fickt mich echt noch scheiße, mein Leben, Mann. Bitte fick mich nicht! Volltreffer! Bitte, bitte, bitte! Easy, Alter, easy. Pikachu erhält 97 HP. HP EP. Oh Mann. Zu viel Lager gezeigt. Pikachu erreicht Level 6, Angriff 11, Verteidigung 10, Initiative 16, Spezialattacke 12. Ich glaube, Spezialattacke. Ich glaube nicht, dass es Spezi ist. Rutenschlag. Was war nochmal Rutenschlag? Verteidigung, glaube ich, runter. Naja, Jack besiegt ApoRed. Easy. Also, ich weiß auch nicht. Ein absoluter Waschlappen. Was unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Schau, er glaubt nicht an das Herz der Pokémon. Ich glaube an das Herz der Pokémon. Weil ich auch zu viel Yu-Gi-Oh! Geschaut habe. Ich werde mein Pokémon trainieren, damit er stärker wird. Jack, Opa, wir sehen uns später. Jo, ich möchte auch so schnell sein. Eich, wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag scheinbar keine Pokébälle. Es muss dich so begleiten. Alles klar. Naja, wenigstens mag ich es, wenn ein Dude hinter mir ist, dann greift die Person, die immer hinter mir steht, immer das an. Ja. Yeah. Okay, das ist es auch. Glück. Dann ist es auch glücklich. Okay, dann kannst du mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Okay, nice. Wie mache ich das? Okay, schauen wir mal sein Verhalten. Oh shit, Alter. Ich glaube, der hasst mich. Aber look at them face. Oh shibas. That face is so amazing. Naja, machen wir mal weiter. Ich habe jetzt ein Pokémon. Gehen wir mal zu meiner Mutti. Vielleicht hat die eine Karte oder so für mich, weil. Ja, okay. Mutter Jack, wenn du zu hart zu deinen Pokémon bist, werden sie nicht zutraulich. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Easy, easy. Okay, Mutter, sehr gut. Du und deine. Fuck. Du und deine Pokémon sehen großartig aus. Nice. Achte auf dich. Okay, nice. Was läuft im Fernsehen? Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Okay. Ja, mach mal. Bei uns. Oh shit. Da kommt bald direkt erster Pokémon-Kampf. Was ist das? Hoffentlich Mewtwo. Hoffentlich Mewtwo und Taubsi! Okay. Ich denke. Ich werde einfach locker flockig einen Donnerschock machen. Weil ja. Donner ist effektiv gegen Dinge. Ja. Sehr effektiv. Also, ich kann mich noch dran erinnern. An so paar Sachen, paar Schwächen kann ich mich ungefähr noch erinnern. Aber ansonsten. Ja, schauen wir mal. Was macht der? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Oh shit, Alter, ich hab Codein bekommen. Wir haben einen Trank bekommen.
Oh shit, mein zweiter Pokémon-Kampf. Ratsfats. Ratsfats Level 2, aber ich glaube, ich nehme eher. Ich habe gar nicht mal Pokébälle. Also. Who cares, was gerade ist. Nice. Ratsfats Tackle. Ja, easy. Pikachu machen wir jetzt mal ein bisschen hoch. Also ein bisschen nur Solo. Solo-Action, bis ich jetzt Pokébälle kaufe. Ich krieg das oder so, glaub ich, später Pokébälle. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber was macht der? Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Okay, okay. Okay, okay, hört auf. Easy, ja, Mann. Old school. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ach, stimmt. Der will sein. Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Was will der? Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Was sagt die? Großvater, sei nicht so gemein. Er hat doch noch keinen Kaffee. Ah, er hatte noch keinen Kaffee. Oh, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Gehen wir mal in den Pokestore. Ah, nein, ist nicht Pokémon Store. Nee, mein Pokémon. Pikachu ist gar nicht so verwundert von ihm her. Also, erstmal hier back. Oh, shit. Die haben normalerweise immer voll viel Cash, wenn du die besiegst, glaube ich. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich am Anfang freundlicherweise hingewiesen. Ich glaube, das sind diese Online-Kämpfe. Willkommen im Kabelclub, ja genau. Da, ah, das waren gute alte Zeiten, wo man Kabel verbinden musste, damit man Pokémon-Kämpfe machen kann. Aber dieses Kabel besitzen wir nicht. Sprechen wir mal jeden hier an. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Wer hätte es gedacht? Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Der sagt mir das gleiche, was der gerade gesagt hat. Naja. Machen wir mal weiter. Ein Pokémarkt. Oh shit, was ist das? Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Oh Mann, da kann ich euch gleich. Nein, du Vollidiot. Ich hasse dich, du kleiner Kant, Alter. Naja. Pokémon, einmal Raupi und einmal Hornio. Glaub ich, meinte jetzt. Naja. Aber auf jeden Fall, er hat jetzt ein Paket für mich. Professor Eis schickt dich, oder? Seine Best. Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Jack erhält Eispaket. Nice. Dann gehen wir mal zurück zu Eich, weil ich kann da nicht durch. Ich habe keinen Kaffee oder bis er seinen scheiß Kaffee trinkt, kann ich da nicht durch. Naja, gehen wir mal runter. Oh shit. Also Pokémon ist. Wir gehen auf Nummer sicher. So. Einfach ganz kurz. Okay. Ein Taubsi. Ich glaube, wenn ich hier noch weiter Pokémon spiele, in dem weiteren Let's Plays werde ich so viele Kämpfe überspringen. Weil es manchmal echt so Cancer ist. Naja. Volltreffer auf fast geschottet. Oh, Shiba, sehr paralysiert. Warte mal schauen, was haben wir für Items? Eispaket. Eispaket, los! Nice. Also, easy. Easy. Bärtscheid 47 EP. Nice, jetzt sind wir mal wieder im wunderschönen Alabastia City. Alabastia City. Oh, Eich. Professor Eich, hallo Jack. Wie geht es? Den Pokémon, es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Jack übergibt Professor Eich das Paket. Nice. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball wartet
Ich schon lange, danke, Jack. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Oh, ab Red kommt. Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Ich hab war für 5 Minuten weg und hab ein scheiß Paket geholt, als ob dein Pokémon jetzt so abnormal stark ist. Naja. Ah, ab Red. Du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch und euch einen um einen großen Gefallen bitten, ja. Auf dem Tisch seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen hat oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Professor Eich, Jack, Up Red, diese beiden sind für euch. Jack erhält ein Pokédex vom Professor Eich. Nice, nice. Oh ja, die zwei Teile Lexikons, das vorhin unbeschrieben waren, sind auf einmal Pokédex. Nice. Naja, machen wir mal weiter. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon! Ja. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Jack, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich brauche deine Hilfe auch nicht, du kleiner Pfaff. Ja. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie kein. Ein elendiger Bastard. Naja, Jack, hahaha. Ja, Mann. Das erinnert mich an die üblichen Facebook-Opfer. Naja, gehen wir mal weg. Hat noch Eich irgendwas zu sagen? Nee, dann sagt wahrscheinlich wieder, ich bin einer der großartigsten Pokémon, wenn mein Schlingelingelingdongdong lutschen. Naja, gehen wir mal rüber zur Schwester und flanken die mal kurz ins Kreuzeck rein. Nee, Spaß, gib mir eine Karte. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Und Up Red, deine Schwester gibt mir trotzdem eine Karte. Biatch. Naja, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, der hat seinen Kaffee jetzt getrunken. Naja, naja. Naja, Fridus, ich würde mal sagen, im zweiten Let's Play geht's weiter. Hoffentlich hat es euch bis hierhin gefallen. Und ja, also dann Fridus und Ridos. Und Fridoridos, man sieht sich, haut rein und tschi tschi tschi. Ciao.